Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leader, liebe Freunde, liebe Partner. Schwierige Wochen werden vor uns liegen, das wissen wir, glaube ich, alle. Wir haben heute 4 Stunden geballte Power-Input zusammengestellt. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß am heutigen Tag. Ich glaube, wir wissen alle, dass es eigentlich flächendeckend um 2G gehen wird, klar formuliert hat, aus Sicht der Gastronomie und auch der Hotellerie. Bitte, bitte, bitte kein 2G plus. Das würde einem klaren Lockdown gleichkommen innerhalb der Gastgeberschaft. Denn die Überbrückungshilfen werden auf Monatsbasis berechnet. Das heißt, wer jetzt keine Überbrückungshilfe 3 Anträge bis jetzt gestellt hat, hat noch bis Jahresende Zeit, diese zu stellen. Richtig heftig, weil es natürlich auch unglaublich schwierig ist, den Überblick zu behalten. Wir haben nie 2G gefordert und es gilt unter allen Umständen, erstens einen Lockdown zu verhindern und zweitens 2G plus zu verhindern. Ich glaube, es ist wichtig, dass man viel stärker die Ungeimpften in den Blick nimmt, sie aufklärt, motiviert, weil Fakt ist, Hotels und Restaurants sind keine Pandemietreiber. Aber Lockdown, komplette Schließung ist grundgesetzwidrig. Und wird es so nicht mehr geben können. Während wir zurzeit zum Beispiel in der Öffentlichkeit so diskutieren führen, ob wir 2B plus brauchen oder so, ist die eigentliche Diskussion, die wir brauchen, wie wir es hinkriegen, dass die Leute geimpft werden. Also die 2G-Regel wird das nicht in den Griff kriegen. In den Griff kriegen wird es, wenn wir wirklich ganz, ganz viele Leute geimpft kriegen. Wir sind in einer pandemischen Krise, aber gleichzeitig sind wir eben auch in einer Klimakrise. Wir mit Too Good To Go haben eine Vision. Wir träumen nämlich von einer Welt ganz ohne Food Waste. Aber dass die nicht von jetzt auf gleich und von den 9,60 Euro jetzt auf die 12 Euro gehen, sondern dass das in Schritten erfolgt. Ich denke, ja, dass das auch die Message ist, die wir uns freuen würden, wenn sie die mitnehmen würden. Ich kann das jetzt nicht leugnen, dass sowas kommt, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber ich kann Ihnen sagen, es wird eben keine Steuererhöhungen geben und es wird keine neuen Steuern geben. Das, was uns in der Vergangenheit geholfen hat, war, eben, dass wir versucht haben, bei der Führung die Menschen darauf vorzubereiten, mit dem Unvorhersehbaren umzugehen. Das, worauf es ankam, war eben, Führung als etwas zu verstehen, was Menschen stärkt. Das heißt, dass sie psychisch, physisch und sozial sich wohlfühlen können, dass sie dazu in die Situation versetzt, in der Psychologie nennt man resilient zu sein, also dass sie, egal was auf sie zukommt, das, was auf sie zukommt, für sich als Chance betrachten, als Mensch sich weiterzuentwickeln. Wir machen nicht viel für die Mitarbeiter, weil wir uns das leisten können, sondern wir können uns viel leisten, weil wir viel für die Mitarbeiter machen. Ich möchte euch eine Frage für die nächsten Tage mit auf den Weg geben. Fragt euch immer, was wird uns dadurch möglich? Und lenkt euren Aufsatz darauf. Das war er, unser 4. Leaders Club Online Exchange. Ich bin total geflasht von den letzten 4 Stunden, von dieser geballten Power, von dem Austausch, von eurem Input. Das ist echt Wahnsinn, wie viel Zuversicht dort auch rübergekommen ist. Ich wünsche euch und uns allen alles, alles Gute für die nächste Zeit. Ganz viel Kraft und ganz viel Zuversicht. Gemeinsam schaffen wir das auch diesmal. Alles Gute, viel Glück.